Heute Ibiza. Inselleben zwischen Partymeile und Weltkulturerbe. Wer die Insel kennt, der muss sie umschwärmen. Am einfachsten, wenn auch nicht gerade am günstigsten, geht das per Yacht vom Meer aus. Ibiza ist die Insel der Reichen und der Schönen, der Jugend und der Aussteiger. Die Insel sei wie eine Frau, heißt es. Sie schillert, sie stößt ab, sie entzieht sich, sie verführt. Ihr Ruf jedenfalls ist ruiniert. Sie sei eine reine Partymieze. Dabei hat man ihr oft Unrecht getan. Denn es gibt auch andere Gesichter von Eivissa, wie die Katalanen ihr Ibiza nennen. Für den Besucher sind diese vielen Facetten der Insel wie kleine Galaxien, in die er eintauchen kann. Ibiza und die kleine Schwester Formentera, auch Petiusen-Inseln genannt, sind Teil der Balearen. 90 Kilometer vom spanischen Festland entfernt liegen sie quasi im Schatten von Mallorca im westlichen Mittelmeer. Ins berühmte Nachtleben von Ibiza startet man am besten in Ibiza-Stadt. Dort lassen sich die wahren Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken, allerdings erst nach Mitternacht. Wer vorher auf die Pirsch geht, kommt in die Schusslinie der Profis des Nachtlebens oder trifft auf die, die normalerweise zu dieser Zeit schon ihre Nachtruhe pflegen und nun, fürs Spektakel mühsam aufgedreht, den Schlaf hinausschieben. Ab Mitternacht kommen dann die, die jetzt endlich in ihre eigene Welt eintauchen. Manche wollen das bunte Treiben noch übertreiben. Manche sind einfach nur froh, endlich so sein zu können, wie sie sind. Gazettengejagte Blondinen. Nur eines scheint sicher: In der allgemeinen Sinnlosigkeit dieser Welt von Ibiza darf jeder mitspielen. Darf sich jeder fühlen, wie er will. Das große Gemeinsame ist die Musik, sind die Clubs. Sie sind Legende. Mit Namen Pascha, Amnesia, Privileg oder Divino weht die Glückseligkeit von Partygängern übers Land. Ab 3 Uhr tobt in diesen Diskos Trance und Transzendenz. Nach Stunden in jener fühlt sich keiner mehr von dieser Welt. Die Ibisenki, wie sich die Einheimischen nennen, leben im Rhythmus mit. Selbst der alte Markt öffnet erst am späteren Vormittag seine Stände. Der Großteil der Ware, die hier feilgeboten wird, kommt vom Festland. Auf der Insel selbst gibt es nur noch wenige Bauern. Für die meisten war es einfacher und einträglicher, auf den Tourismus zu setzen. Bis mittags entdeckt man hier nur vereinzelt Touristen.